Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Full Face Tarte Cosmetics oder auch wir schummeln uns ein Full Face Tarte Cosmetics. Ich bin im Moment so ein bisschen am Vorproduzieren. Ich weiß nicht, welches Video wann kommt, aber ich habe einige Produkte hier für fast ein Full Face Tarte Cosmetics, beziehungsweise wir schummeln uns das aller Team Günsten aus, so dass wir daraus definitiv ein Full Face Tarte Cosmetics hinkriegen. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt Tarte Cosmetics in den letzten 20 Sekunden gesagt habe, aber ich freue mich, Freunde, dass ihr hier seid und ich hoffe, ihr habt Lust auf ein neues Video. Ich habe noch nichts drauf. Ich bin glücklich, gesund, satt und zufrieden und ich hoffe, ihr seid es auch. Falls nicht, ich hoffe, wir kriegen einen Teil zumindest davon. Jetzt auf den richtigen Weg. Freunde, ich war neulich auf dem Tarte-Event eingeladen von Sephora. Das ist kein gesponsertes Video. Ich habe aber die Produkte, manche gekauft, manche auf dem Event bekommen. Aber nicht ganz alle, denn ihr wisst es, Team Günstmus ist am Start und wir kaufen nicht einfach Produkte, die wir nur einmal benutzen wollen. Ist zumindest mein Plan für dieses Jahr. Und ich hoffe, ihr habt Lust auf ein Full Face. Ich nämlich schon. Und ich habe hier einige Produkte vor mir liegen, die ich schon so ein bisschen benutzt habe, manche noch nicht. Aber das möchte ich heute mit euch ändern. Und ich würde mich freuen, falls euch das Video gefällt, wenn ihr ihm einen Daumen nach oben gebt. Und falls ihr neu seid, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Das kostet euch nichts. Mich kostet das die Welt. Ich freue mich drüber, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Womit fangen wir an? Ich würde fast sagen mit einem Öl. Ich habe nämlich hier dieses Maracuja-Öl bekommen. Das sieht einmal so aus und ich habe es schon einmal unter einer Foundation getragen. War spannend. Ich gebe mir das jetzt aber nur auf die Lippen. Ich habe euch das neulich schon mal gezeigt. Das ist abends richtig, richtig schön auf dem Gesicht. Ein bisschen unter die Augen vielleicht. Das immer ein bisschen trocknen und lasse es so kurz einwirken. Ich trage das abends im Moment sehr, sehr gerne auf meinem gesamten Gesicht. Unter Make-up komplett ist es schwierig, denn ihr wisst es, manche Foundations setzen sich mit Öl. Und stellt euch vor, wir geben uns einen Ölprimer unter die Foundation. Bei sehr, sehr trockenen Häuten kann das vielleicht funktionieren. Ich bin jetzt nicht so ein trockenes Häutchen. Ich glaube, dass das für mich nichts ist. Aber ich habe einen richtigen Primer hier, Freunde. Auch eine kleine Probegröße, der war so mit dabei. Das ist der Base Tape Primer. Ich weiß nicht, ob ihr was erkennen könnt. Ich glaube, es ist ein bisschen zu hell. Das ist der Base Tape Hydrating Primer. Den benutze ich die letzten Tage schon. Und ich muss sagen, ich mag ihn wirklich sehr. Also in der Probe ist wirklich viel drin. Ist eine weißliche Flüssigkeit. Riecht nach Kokosnuss. Ich liebe den Geruch von Kokosnuss. Ich weiß, es ist immer so ein bisschen. Entweder es ist mega oder es ist furchtbar. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr zu Kokosnuss steht. Ich liebe diesen Geruch und den Geschmack und ich möchte eigentlich den ganzen Tag nur Virgin Colada trinken und wir lassen das Ganze kurz einziehen, Freunde. Ich habe nämlich so ein bisschen jetzt tricksen müssen mit der Foundation. Es gibt eine Foundation von Tarte. Aber ihr wisst es, nach meinem letzten Video mit den ganzen 50 Foundations in meinem Gesicht habe ich beschlossen, dass ich keine Foundations mehr kaufe. Weil ich habe einfach ganz, ganz viele hier. Wenn dann wirklich nur für so ein Foundation Battle oder eine Foundation Review, aber für ein Full Face Only Using möchte ich das nicht. Deswegen gibt es im heutigen Video keine Foundation von Tarte, sondern wir faken uns so ein bisschen die Foundation. Und ich dachte mir, welcher Mensch ist für seine größte Liebe zu dem Tarte Shape Tape bekannter als ich? Niemand. Deswegen machen wir heute eine Tarte Shape Tape Foundation. Da der Tarte Shape Tape aber recht trocken ist, mischen wir das Ganze. Und zwar gibt es nämlich von Tarte jetzt recht neu den Shape Tape Glow Wand. Den hatte ich euch neulich auch schon mal gezeigt. Das ist kein richtiger Concealer. Ich mache es mal kurz hier so ein bisschen unter meine Augen, dann könnt ihr sehen, was das ist. Also er hat eine wirklich ganz, 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 ganz leichte Deckkraft. Aber die ist fast nicht existent. Eigentlich ist das eher nur Schimmer. Und den kann man als Liquid Highlighter benutzen. Man mischt ihn sich in den Tarte Shape Tape als Concealer mit reinmischen. Mag ich nicht so, habe ich auch schon probiert. Unter den Augen sieht es ganz schön aus, aber nur alleine. Also wenn ich jetzt kein Make-up tragen würde, ihr seht, es reflektiert schön und es leuchtet schön, ist es. Okay, ich mische mir jetzt aber heute mal zur Feier des Tages dieses Produkt mit meinem Tarte Shape Tape als Foundation. Weil der Tarte, der Shape Tape hat ja, ich meine, ihr kennt mich ja mittlerweile. Ich benutze den ja wirklich bis zum, weiß ich nicht, 4.
Ich benutze den Tarte Shape Tape wirklich, wirklich viel. Und den benutze ich jetzt heute auch so ein bisschen als Foundation. Der hat halt wirklich eine so hohe Deckkraft, dass das funktionieren sollte. Wir müssen ja nicht so Full Coverage machen heute hier. Wobei, wir sind hier auf dem Kanal von Maxim Giacomo. Der ist auch schon wieder fast leer, ne? Ich liebe den so sehr. Ein bisschen hier, ein bisschen hier. Ich habe den in der Farbe Light Beige. Ich glaube, ein Color Match kriegen wir da heute nicht hin. Deswegen frage ich euch gar nicht erst. Das ist halt ein Concealer, ne? Der ist jetzt etwas hell. Und den verblende ich mit einem Schwammfondant. Das ist der Double Duty Beauty Sponge. Erinnert mich ehrlich gesagt an den von Real Techniques. Ist schön weich, aber hat so ein ganz bisschen Griff mit drin. Und damit verblenden wir jetzt einfach mal unsere Foundation und schauen mal, wie deckend wir sie hinkriegen. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt nicht zu lange antrocknen lassen. Aber vielleicht ist das jetzt hier. Oh Gott, ich sehe schon, das wird richtig, richtig fleckig heute. Ich habe vielleicht doch die 40 € für eine Foundation investiert, die ich danach nie wieder benutze. Aber nee, ich habe euch neulich. Oh, Gottes Willen. Ich habe euch neulich gefragt und ihr habt gesagt, ihr findet das nicht schlimm, wenn ich nicht für ein Video eine Foundation kaufe und sie dann im Schrank versauert. Weil, klar, ich könnte das euch auch geben, aber wie mache ich das mit der Farbe? Bis ich jemanden gefunden habe, der dieselbe Farbe hat und dann schenke ich sie ihm und ach, es funktioniert ja eventuell. Auch so. Also das ist jetzt wirklich heller als hell, hat aber so einen schönen Glow. Also ich muss es noch mal ein bisschen schöner ausblenden, damit es auch vernünftig aussieht. Also ihr seht, es hat einen richtig, richtig schönen Glow. Farblich ist es jetzt nicht so der Brüller. Ich finde nur den Tarte Shape Tape mit diesem Glow Wand, das ist nicht so meins. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen mehr hier runter. Ich mag übrigens das Packaging von denen sehr, sehr gerne. Also von dem Glow Wand. Habt ihr es gesehen? Es passt halt alles irgendwie zusammen. Es ist alles so sehr lila, sehr gold, sehr süß. Eigentlich könnte das Video auch heißen, wir schummeln uns irgendwie bis zum Fullface. Aber nein, wir sind Team Günstlers. Wir kaufen, ich meine, das ist ja schon ein High-End-Video. Aber ich weiß, dass es auch manche einfach interessiert. Und ich habe ganz viele in der Community, die sagen, okay, sie kaufen sich ein Produkt vielleicht von einem High-End-Bereich. Und das will ich halt so ein bisschen mit meinen High-End-Videos euch zeigen, dass man vielleicht ein Produkt von Tarte hat und dann wieder ein günstiges von Essence oder so. Also der Schwamm gefällt mir sehr, sehr gut, ist schön weich, hat einen schönen Griff, nimmt schön Produkt auf, aber nicht zu viel, verteilt es gut, ist eine gute Alternative zum Beauty Blender. Ich suche ja eine Alternative zum Beauty Blender so ein bisschen. Ich bin ehrlich gesagt auch von diesem Beauty Blender Ding weg. So spätestens seit dem Ember Schwamm sowieso. Foundation kann ich natürlich jetzt nicht bewerten. Ihr wisst es, Tarte Shape Tape, ich liebe ihn, mega, mega schön. Ich möchte das Ganze setten, so ein bisschen. Und dazu benutze ich einen Lidschatten, weil ich habe auch kein Puder. Und da gibt es hier in der Tartelette in Bloom Lidschattenpalette. Was ich ehrlich gesagt nicht so verstehe. Wenn ich die Verpackung hier angucke, denke ich so an, oh, schön rosa, bunt. Nein, neutral, Warm Tone. Deswegen gehe ich mit meinem Schwamm einmal in die Farbe Flower Child und sette damit so ein bisschen meinen Concealer. Geht das? Ja. Geht überraschend gut, Freunde. Einmal hier Foundation, die keine Foundation ist, mit einem Concealer, mit einem Lidschatten setten. Living. Ich lasse es auch gleich so ein bisschen ungesettet, dass es so einen leichten Glow mit hat. Aber es gefällt mir wirklich gut, die Base. Ich habe hier noch nicht wirklich gesettet, denn hier kommt ein Produkt, das war mein allererstes High-End-Produkt, was ich jemals gekauft habe. Das ist die Tarte Ist Pro Glow Palette. Ach je, wie lange habe ich diese schon? Ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch gut ist. Ich kann mich davon aber definitiv nicht trennen. Weswegen wir sie heute einfach benutzen und hoffen, dass wir keine Entzündungen im Gesicht kriegen. Ich nehme einfach so einen Pinsel und gehe in die Shade-Farbe. Das ist nämlich ein Cream-Kontur-Ton. Und den setze ich mir hier hin und tupfe den einfach hier so ein bisschen an meine Schläfen und boom, der ist perfekt. Also wenn ihr eine Cream-Contouring und Puder Contouring mit Highlighter Palette sucht. Freunde, diese Palette ist mein Favorite. Ein bisschen Blush möchte ich auch noch auftragen. Und da habe ich hier auch neu bekommen die Farbe. Das ist mein Name hier, ne? Sieht einmal so aus. Das ist die Farbe Exposed. Und ist so ein, ja, es ist eine ganz spannende Farbe. Also, so wie sie jetzt in der Kamera ist, sieht sie auch aus. Das ist ein sehr, sehr kühler. Was für eine Farbbeschreibung. Das ist ein sehr, sehr kühler Ton. Nee, der ist ein bisschen kühler. Ich bin gespannt, wie er im Gesicht aussieht. Weil normalerweise bin ich eher so bei Blush so ein bisschen so, pink, Korall, Peach. Aber nicht tote Schneewittchen.
Ich benutze dafür einfach einen Pinsel von BH Cosmetics und gehe da mal rein. Also Pinsel hat ein bisschen was aufgenommen. Okay. Wo kommt die Farbe her? Also, okay, warum ist es da jetzt ein Fleck? Nicht fleckig werden. Okay, Hauptsache ich habe jetzt hier einen richtig schönen Fleck. Ist nicht so schlimm. Aber seht ihr, dass der auf meinen Wangen so ein bisschen strahlender rauskommt als hier drin? Also er sieht im Gesicht nicht so tot aus, sondern es ist eine sehr, sehr schöne, subtile Farbe. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich dieses Fleckchen hier irgendwie wegkriege. Ich glaube nicht. Aber das ist eine richtig krasse Farbe. Also ihr seht ja, wie er in der Verpackung aussieht und auf meiner Haut sieht er richtig, richtig zart, aber frisch aus. Und dadurch, dass er so ein bisschen kühler ist und nicht so ganz bumsig, kann man den auch vielleicht an die Nase. Okay, vergesst den Fleck hier. Dann machen wir gleich Highlight darauf oder so. Ansonsten gefällt mir das. Wow, okay, ich liebe diese Farbe. Neuer Favorite-Ton. Ich möchte ein bisschen Highlighter auftragen. Und da habe ich einen ganz, ganz besonderen Highlighter. Den habe ich mal geschenkt bekommen. Das ist der Tarte Spellbound Glow. Das ist ein Rainbow-Highlighter. Er sieht einmal so aus. Und dieser Highlighter war eine ganz, ganz große Inspiration für meine Highlighter-Palette. Von der Textur her und vom Finish her. Ihr werdet es gleich sehen. Ich gehe so ein bisschen hier in die Farben rein. Ich lasse aber das Lila aus. Und platziere mir das hier hin. Das ist ein richtig, richtig schöner Glow, den man sich auch so ein bisschen mischen kann. Und er ist blinding. Aber Tarte hat wirklich, wirklich gute Produkte. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was für Produkte habt ihr von Tarte? Habt ihr überhaupt ein Produkt von Tarte? Ich finde, dass Tarte ist recht neu in Deutschland. Ich würde gerne noch ein paar weitere Produkte von denen austesten. Viel weiter als den Tarte Shape Tape bin ich halt bis zu diesem Video jetzt auch ehrlich gesagt mit denen noch nicht gekommen. Ich bin gespannt, falls ihr wollt. Ich kann gerne noch ein paar Produkte dann auch wirklich kaufen. Aber ich wollte jetzt erstmal so ein bisschen schauen, wie komme ich hier generell mit zurecht. Womit machen wir weiter? Mit Augenbrauen? Da habe ich ein Produkt bekommen, was ich liebe. Ich hole euch jetzt gleich mal ein Stückchen näher ran. Das ist der Sketch and Set Eyebrow Pen. Der hat vorne einmal einen ganz, ganz feinen Stift und hinten ein Gel. Ich benutze den in der Farbe Taupe. Ich hole euch ein Stückchen näher ran. Der ist ein bisschen heller und die Brauen sehen dadurch richtig, richtig natürlich aus. Okay, jetzt könnt ihr sehen, wie schön dieser Blush und dieser Glow ist. Und auch der Glow von diesem Stick auf meiner Stirn habe ich kein Highlighter, ne? Ich habe nur hier ein bisschen, aber hier ist alles wirklich der Glow in diesem Glow Wand hier, in dem hier mit drin. Und damit gehe ich jetzt einfach ganz schnell hier so ein bisschen durch. Und meine Augenbrauen sind mittlerweile so das, was am schnellsten geht. Ich gehe hier so ein bisschen durch. Meine Spitze kommt auch wieder. Zack. Ich benutze den ja im Moment jeden Tag seit dem Event. Jeden Tag. Und ich muss sagen, das ist einer meiner neuen Favoriten. Falls ihr einen High-End-Augenbrauenstift sucht und es mal probieren wollt und vielleicht mit Benefit nicht so klarkommt, nehmt den. Ich gehe jetzt hier gleich mit diesem Eyebrow Gel durch. Man kann es entweder beides in Kombination benutzen, das mache ich gerne für so ein bisschen ja, markantere Augenbrauen, oder auch nur dieses Augenbrauen Gel und das gibt auch so ein bisschen Deckkraft und füllt das Ganze. Also ein sehr, 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 sehr schönes Produkt. Super toll, große, große Empfehlung davon. Freunde, jetzt seid ihr auch schon schön nah dran. Und ich würde fast vorschlagen, wir schminken was auf den Augen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht von dieser In-Bloom-Palette, weil wenn ihr die seht, dann denkt ihr halt wirklich an Blumen. Ne? Von Sprießen und vielleicht auch Blumen. Das ist jetzt aber für mich definitiv keine Blumen-Palette. Die einzige Farbe, die ein bisschen Farbe hat, ist die Farbe Sweetheart. Und das sieht auch nur so in der Kamera aus. Hat übrigens fast dieselbe Farbe wie der Blush. Ich habe hier noch die Toasted-Palette. Die sieht einmal so aus. Auch ein sehr, sehr schönes Packaging. Fühlt sich schwer an. Und das ist dann wirklich erst so diese klassische Warmtone-Palette. Ich glaube auch, dass ich mit der jetzt erstmal anfangen möchte, weil die enttäuscht mich nicht so. Und ich fange gleich mit der Farbe Warmth an. Das ist hier. Dieses schöne Orange-Pinsel ist extrem voll. Wow. Und das platziere ich mir hier hin. Okay. Ich habe noch nie Lidschatten von Tarte benutzt. Okay, wow, fertig.
Schade, dass ich keine bunte Lidschattenpalette hier habe, weil so Warm Tones, das ist nicht so schwierig, das zu machen. Ne? Also so ein schönes Backsteinrot kriegt irgendwie jeder mittlerweile hin. Aber so ein Blau, das würde mich mal interessieren. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr Erfahrung mit Tarte-Lidschatten habt, ob ihr da irgendwie eine Palette habt, die ihr mir empfehlen könnt. Also das ist krass hier. Hat ein bisschen Kickback im Pfändchen, aber ihr seht ja, wie viel Pigment hier auf jeden Fall mit drin ist. Und wie leicht sich das hier gerade verblenden lässt. Nehme jetzt einen sauberen Pinsel und gehe in die Farbe Kaschmir. Das ist nur ein bisschen heller. Und damit blende ich hier so ein bisschen den Rand aus. Ich verdunkle mir das Ganze mit der Farbe Cozy als erstes. Und die platziere ich mir nur so ein bisschen hier hin und gehe dann nach vorne. Ich glaube, dass diese Blumenpalette eher so ein bisschen die kühlere ist und die ist halt doch etwas wärmer hier. Also wirklich so passend, wie die Palette auch von außen ist. Aber die andere, also da habe ich echt was anderes erwartet. Ich habe auch erst gedacht, dass das irgendwie vielleicht die falsche Verpackung ist oder so, aber ist sie nicht. Und verdunkel das Ganze dann mit der Farbe Fireside ganz außen hier so ein bisschen. Okay, auf mein bewegliches. Die Farbe sieht aber spannend aus. Der hat so grüne Schimmer mit drin. Seht ihr das? Kommt das raus? Krasser Swatch. Ich glaube, ihr könnt diesen Schimmer da drin nicht sehen, aber da sind so ganz feine goldgrüne Schimmerpartikel mit drin. Krass, wie viel Pigment. Ich habe noch einen zweiten Swatch draus machen können. Ich nehme meinen Finger. Ich bin so, komme gerade völlig von Abräume. Ich nehme meinen Finger und gehe in die Farbe Sunset. Das ist hier oben. Und dann presse ich mir den Goldton hier einfach auf mein Lid. Boom. Das ist ein schönes Gold. Das ist ein recht natürliches Gold. Also nicht so ein grünes Gold, nicht so ein gelbes Gold, sondern ja, ein klassisches Gold. Meine Beschreibungen sind auch wirklich iconic mittlerweile, ne? Ich sag's nicht nochmal. Ich gehe an den Übergang in die Farbe Flame. Und das packe ich mich hier so ein bisschen hin, dass der Übergang zwischen dem Gold und dem Braun hier so ein bisschen weicher wird. Und dann nehme ich mir einen Pinsel und gehe unten in die Farbe Cozy. Also das ist eine sehr, 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 sehr schöne Palette. Wir wären aber nicht neu auf Maxims Kanal, wenn wir nicht einen Eyeliner benutzen würden. Und da habe ich dieses Schätzchen hier einmal. Das ist der Tarte Ist Double Take Eyeliner. Der hat zwei Seiten. Einmal hat er hier so eine klassische Filzspitze und auf der anderen Seite so ein Kajal für die innere Wasserlinie. Der liegt gut in der Hand, der ist schön lang. Also man muss ein paar Mal rübergehen. Und ich glaube, der ist auch ein bisschen dick, der Eyeliner, ne? Ist halt intensiver als eigentlich gedacht. Wir üben. Aber ich möchte euch daran teilhaben lassen, an meinen Erfolgen oder halt auch an meinen Misserfolgen. Okay, ich habe jetzt mehr Eyeliner auf dem Auge als Lidschatten, aber nee, ich mag den nicht so. Mir ist die Spitze zu fest, die schmeichelt nicht so meinem Auge. Und das. Deswegen ist das Ganze jetzt auch sehr, sehr intensiv geworden. Also es geht, aber es ist nicht das krasseste Schwarz überhaupt. Ich nehme jetzt aber nochmal diese andere Seite und gehe damit an meine untere Wasserlinie. Und er hat abgestempelt. Ich heule. Welcher Eyeliner stempelt denn heute noch ab? Okay, also das war nichts. Ich nehme euch mal ganz schnell hier wieder ein Stückchen zurück, damit ihr euch das hier nicht angucken müsst. Okay, auf die Entfernung sieht das Ganze genauso doof aus wie vorher. Der Eyeliner hat das Ganze wirklich nicht besser gemacht. Gefällt mir nicht. Ist mir zu dick, ich bin abgerutscht und das Ganze ist so ein bisschen nicht in die Richtung gegangen, in die ich wollte. Eine Mascara möchte ich aber noch mit euch benutzen. Die habe ich euch auch schon gezeigt. Das ist diese hier. Das ist die Lights Camera Lashes Mascara. Ich liebe dieses Packaging. Das Bürstchen ist wunderbar und die macht auch wirklich schöne Wimpern. Ihr seht jetzt natürlich nichts, weil der Eyeliner ist so dick wie, möchte ich jetzt nicht sagen. Was ist das hier für ein Kasten? Das sieht aus wie ein Dreieck. Geometrieunterricht mit Maxim Giacomo. Okay. Schade, hätte ja klappen können. Wir setten das Ganze mit dem Stay Spray von Tarte. Das gab es auch in so einer Probe. Freunde, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Abgesehen vom Eyeliner hat mir das Ganze wirklich super viel Spaß gemacht. Tolle Base, toller Blush, eine wunderschöne Farbe. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Sehr subtil, sehr soft. Der Highlighter, boom. Dieser Glow Wand mit dem Tarte Shape Tape als Foundation gemischt. Mega. Tarte Shape Tape, ihr wisst es. Mein Favorite ist definitiv das Augenbrauenprodukt, weil ich es einfach jetzt schon die ganze Zeit benutze. Auch der Glow Wand, ich hätte nicht gedacht, dass ich damit so gut klarkam. Der Primer ist auch gut. Und
das Ding hier sowieso. Also die größte Enttäuschung war, glaube ich, jetzt einfach nur der Eyeliner, weil ich damit nicht so zurechtgekommen bin. Die Spitze war mir zu hart. Das war nicht so richtig schön intensiv schwarz. Ansonsten richtig, richtig schön. Freunde, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Schreibt mir bitte unbedingt eure Tarte-Favorites in die Kommentare. Ich bedanke mich, dass ihr hier wart. Ich freue mich über einen Daumen nach oben und einen lieben Kommentar. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.